Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Ja, wir sind, ja, ich bin ein Stockwerk nach oben gegangen und ich hatte gerade eben schon mal ein bisschen aufgenommen, aber irgendwie klappte das mit der Übertragung nicht und jetzt muss ich den Part nochmal wiederholen. Deswegen bin ich gleich hier hingegangen. Ich hoffe, das klappt jetzt und ich muss es nicht schon wieder machen. Wir sind hier beim Wäscheraum, weil ich rausgekriegt hatte, dass ich da den Fischschlüssel benutzen kann. Also gehen wir da jetzt rein und benutzen den nochmal. Beziehungsweise, ja, gucken mal, was dann im Koffer ist. Ich habe Gott sei Dank nicht sehr viel weit gespielt. Sagte er eigentlich damals was zu dem Koffer? Nö, die Aktentasche ist verschlossen. Ja, gut. So weit waren wir dann auch schon. Oh, das wollte ich gar nicht. Und die Karte wollte ich auch gar nicht benutzen. Ich mit meinen Tasten hier. Genau, Fischschlüssel. Hier, verwenden. Gott sei Dank klappte das. Der einzige Versuch, den ich davor gemacht hatte, war es, an der Tür da hinten auszuprobieren, aber das ging nicht. Und dann dachte ich, jetzt versuche ich es mal im Koffer. Und tatsächlich, es hat geklappt. 204 ist unser nächster Zielort, also gehen wir jetzt zu 204. Genau. Dann müssen wir aber nach. Ja, wo müssen wir lang? Hier geradeaus? Bin ich richtig? Nee, genau falsch rum. So. Da wollen wir hin. Ich werde mich aber ausrüsten, weil da gleich wieder dieses Ding kommt. Und. Ach, das ist das Jagdgewehr. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Nehmen wir mal die Schrotflinte mal wieder. Hatten wir ja schon lange nicht. Und dann gehen wir mal rein. Aber auch nur, weil ich sie gerade eben angeschossen habe, um zu gucken, ob man diese Spülbecken eigentlich auch töten kann. Weil ich dachte, wenn jetzt zwei auftauchen, dann kann man die ja vielleicht tatsächlich einfach anschießen und tatsächlich war es so. Ja, 204 ist, glaube ich, hier und ab jetzt bin ich wieder blind. Nee, ich muss sogar noch einen weiter. Ab jetzt habe ich keine Ahnung. Ich weiß also nicht, was in dem Raum ist. Wir probieren den Schlüssel jetzt mal aus, den wir hoffentlich eingesammelt haben. Ja, haben wir. Ich habe den Schlüssel zu Zimmer 204 benutzt. Oh. Hallo. Ein Zimmer, ein ganz normales Apartment. In diesem Notizbuch steht nichts Interessantes. Aber ich habe den Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Oh, wir können jetzt Aufzug fahren. Alles klar. Was ist hier? Einfach nur. Ach, hier kann ich durch. Was ist das? Noch ein Koffer? Oh, irgendwas mit. Aha, okay. Kann man einfach mal so ein bisschen hier random. Was könnte denn da? Nova. Genau. Iowa. Weiß ich nicht. Was könnte denn da? Laura passt nicht. Mary vielleicht? Mary würde doch passen. Einfach mal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Aber es ist doch fast offensichtlich. Würde passen. Ach, es gibt kein Y. Nee, dann ist es ein anderes Wort. Keine Ahnung, was dahin gehört. Okay. Was haben wir hier noch so? Ist doch eine Tür, oder nicht? Okay, die ignoriert er. Jetzt ist sie offen. Aha, wo kommen wir da hin? Wo sind wir jetzt? Wir sind von 204 zu 202. Aha. Ich will da aber noch mal rein. Irgendwie nicht, dass ich da was übersehen habe. Wie unnütz. Von da nach da. Und warum ist hier überhaupt ein Durchgang? Fotos sind über das ganze Bett verstreut. Was ist das? Wie, was ist das? Was ist denn da? Oh. Ew. Voll so The Ring-mäßig. Ein Teil des Fotos wurde mit einem Markierstift übermalt. Bestimmt wollen wir da noch ran. Haben wir was, womit wir das wegmachen können? Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass wir da noch was finden. Okay. Aber dann müssen wir wohl erstmal.
Woanders hin. Hier die ganzen Fotos. Kann man da irgendwas erkennen? Schon gruselig irgendwie. Da wird uns auf jeden Fall, ach, bestimmt wird uns da der Name angezeigt, den wir in den Koffer eingeben sollen. Aber ja, hier finden wir so erstmal nichts. Ich finde es sehr unheimlich hier, diesen Raum. Denn das für Geräusche, die ich hier höre, ey? Die ich in Wirklichkeit gerade höre. Ich weiß nicht, ob das aufgenommen wurde. Ich werde das mal einfach auch so lassen. Ja, dann gehe ich wieder raus. Okay. Was war denn das jetzt schon wieder? Hört auf, mich zu erschrecken mit euren komischen Scheißgeräuschen. Moment, ich brauche mal einen Hinweis, wo ich mit dem Schlüssel jetzt hin soll. Ach ja, der Aufzug. Fand ihn zwar 204. Wir wollen ja eigentlich in 312. Ist hier auch ein Aufzug? Nee, der war hier hinten, ne? Ja, da ist der E. Aber der E ist doch abgeschlossen. Also müssen wir wieder entweder nach oben oder ein Stockwerk runter. Und nach oben ging ja nicht. Da kamen wir gar nicht hin. Also gehen wir wieder runter? Ja, anscheinend schon. Gruselig. Da hat auf jeden Fall jemand geweint oder so. Tja, ja. Nee, wo kommen die denn her? Oh Mann, oh, mach! Lauf hin, mach's kaputt. Jetzt sind sie tot, ne? Oh, wo kommen die immer auf einmal her hier, ey? Ich weiß es auch nicht. Wo ist denn jetzt der Aufzug nochmal? In diesem gruseligen Gang, wo vorher nichts war. Oh, der Sturm wird bei mir schon wieder so doll. Nee, der E ist auch abgeschlossen. Ach so, wir haben den gefunden, weil wir jetzt wieder in diesem Flur sind. Okay, ja, okay. Ja, nee, dann habe ich die ja erledigt, weil in der Lobby da war ja gar nichts. Hä, welcher E war denn das? Warte, ich kann ja die Karte, glaube ich, wechseln. Wie mache ich das denn nochmal? Nee, so war das nicht. Ich kann das einfach. Moment, ich gehe nochmal an die Karte und dann kann ich mir ein Stockwerk nach oben gehen, obwohl ich ja. Genau, ich gehe mal weiter raus. Und dann kann ich nämlich auch einen zweiten Stock holen. Das mache ich voll selten, diese Karte mal so rauszoomen. Wo ist denn der E? Der geht auch nicht. Und im dritten Stock waren wir doch noch gar nicht. Aber vielleicht können wir den denn jetzt. Nee, können wir doch nicht. Es ist der Aufzug. Und nicht für die Treppe, oder? Kommen wir jetzt automatisch in 312? Quatsch, glaube ich nicht. Wo ist denn hier ein Aufzug, den man nehmen kann? Ach, doch, hier, warte. Zweiter Stock müssen wir wieder. Ich habe es gerade ganz kurz gesehen. Da ist ja der Raum da vorne abgeschlossen. Warte, müssen wir wieder nach oben. Ah ja, haben wir wenigstens die Viecher getötet. Wie komme ich denn nach oben? Wie komme ich denn jetzt nach oben? Mit der Treppe. Okay. Dreh dich mal wieder um, James. Dann lauf mal hier so genau hier, wo der eklige Mann geredet hat. So, und hier müsste irgendwie, ich glaube, nebenan, genau. Da müsste da was sein. Hier, die haben wir auch schon gekillt. Nee, ich glaube, ich bin in den falschen Flur. Ja, ich bin wieder in den falschen Flur gegangen. Ich wollte auf die rechte Seite. Ach, ich mit meinem Orientierungssinn. Es tut mir leid. So, ich muss mal wieder zurück hier. Hoffentlich sind dann nicht auch diese Spülbeckenmonster. Hier wollen wir rüber. Bin ich richtig hier? Jo. Aber bevor da auch jetzt Monster sind, gucke ich mal nach meiner Gesundheit. Die habe ich nämlich ganz vergessen. Ach, es geht aber noch. Also es ist jetzt voll dunkel und so, aber es geht, glaube ich, noch. Oder? Ja, ich glaube schon. Aber wir können ja auch gleich mal nachladen. Das finde ich immer ein bisschen ätzend mit dem Nachladen. Es dauert immer so und dann kriegen die einen doch. Hallo?
Hier. Nee, kaputt. Nee, warte. Welcher Raum ist es denn nochmal? Das ist der Aufzug. Ja, aber du hast ja jetzt den Schlüssel und wir müssen bestimmt den Raum, der daneben ist, der hier. Ja, wunderbar. Obwohl ich ein bisschen Angst habe, wie immer. Was ist jetzt hier? Aha, da kannst du rein. Oh, hier gratis zum Mitnehmen. Lecker Drinks. Voll die Gesundheitsdrink. Frag mich mal, was da drinne sein soll. So voll der Vitaminkick oder was. Und dann sind alle Blutungen gestoppt. Hier hängen einige Notizen, aber es steht nichts Interessantes drauf. Aha, und wir können speichern. Oh ja, das würde ich gerne mal wieder tun. Das haben wir lange nicht gemacht. Das sollte man, glaube ich, auch tun an dieser Stelle. War es das aber? Das Regal ist leer. Gut, dann speichern wir mal. Weil ist ja auch schon wieder hier einiges gemacht worden. Dann muss ich nicht immer von Zimmer zu Zimmer laufen und alles nochmal machen. Da habe ich auch gar keine Lust zu. So. Hier, das überspeichern wir einfach mal. Tata. Wunderbar. Alles erledigt, was man erledigt haben sollte. Und dann drehen wir uns um und gehen da mal hin. Ja, das ist ja super hier. Wir wollen in den dritten Stock. Dritter Stock. Ach, wie war das nochmal? Wait, Eloquence, one person. Ich glaube, über dem Knopf steht etwas geschrieben. Was ist das? Maximale Traglast, eine Person. Und deswegen müssen wir nämlich alles ablegen, glaube ich. Ja, schon klar. Sieht so aus, als könnte ich hier meine Sachen ablegen. Ja, wir legen alles ab. Ablegen. Auf das Regal legen. Auf das Regal legen. So, wir müssen, glaube ich, alles loswerden, was wir an Waffen haben. Meine ich. Ich behalte mal das Brett. Vielleicht geht das ja. Ich weiß nicht, ob wir alles ablegen müssen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das ist der Fluch dieses Spiels, dass man jetzt hier alles ablegen muss. Ich weiß nicht, was man jetzt behalten darf. Ich behalte mal meine. Das brauchen wir nicht, die Munition. Wenn wir auch keine Waffe haben, brauchen wir auch keine Munition. Reicht das jetzt? Nö. Ja, der scheiß Aufzug nimmt halt nur. Ja, das Radio, Taschenlampe. Ich will nicht alles ablegen. Schlüssel zu. Brauchen wir doch auch den Schlüssel. Die Papiersachen werden ja wohl nicht viel wiegen. So, ist das jetzt okay? Nö. Es ist so scheiße. Ja, komm. Nicht mal Gesundheitssachen behalten wir. Papiersachen, den Schlüssel muss ich aber behalten. Sonst bringt das doch nichts. Hä? Was sollen wir denn noch ablegen? Also ich habe jetzt nur den Schlüssel. Den brauchen wir doch. Gut, auch der Schlüssel. Jetzt ist alles drauf. Alles. Es muss jetzt gehen. Geht es. Unglaublich. Dritter Stock, bitte. Dritter Stock. Oh. Was denn dann? Erster Stock? Wozu das denn? Im ersten waren wir doch schon. Aber vielleicht nicht auf der Seite, ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Oh, wir haben nichts bei uns. Wie scheiße. Hallo? Ich habe keine Karte. Wir haben ja gar keine Karte mehr. Oh Mann, oh. Wo sind wir denn hier? Und auch keine Taschenlampe. Das ist doof. Die ist offen. Oh, wir finden sogar was. Spieldose Schneewittchen. Da sind Äpfel und Kürbisse. Da sind Kartoffeln und Zwiebeln. Sie riechen etwas verfault. Hier sind Teebeutel und Kekse. Bei allem ist das Verfallsdatum abgelaufen. Ja, das ist schön.
Aber schön, dass wir diese Spieldose gefunden haben. Hier stehen Suppendosen. Ich schätze, die sind noch okay, aber ich habe keinen Hunger. Ja, aber wenn wir... Wir können doch gar nicht in diesen Aufzug wieder gehen mit unserer Spieldose. Wie machen wir das denn? Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir überhaupt herkommen. Ach, da kommen wir hier. Warte, kannst du nicht die Karte nehmen? Ja, wir haben wieder eine Karte. Voll den Aufzug austricksen. Was ist hier? Oh Gott, ist das unheimlich hier. Ohne alles. Voll scheiße. Hier ist das Treppenhaus. Nee, da will ich doch noch nicht hin. Wer weiß, was wir hier noch finden an Utensilien, die wir brauchen. Oh oh, die war auch offen. Ich kann mich doch nicht wehren. Bitte, keine Monster. Bitte, keine Monster. Was haben wir hier? So ein Safe oder so? Oh, ein Videoband. Und? Unter dem Videoband liegt ein Dosenöffner. Ich habe einen Dosenöffner. Praktisch. Und da hinten waren ja ganz viele Dosen. Hättest du ja gleich eine mitnehmen können. Okay, nichts drinne. Alles klar. Oh, ist das scheiße, wenn man sich nicht wehren kann. Hier gibt es nichts, was besonders nützlich aussieht. In den Dokumenten, die auf dem Schreibtisch liegen, steht nichts Nützliches und so. Kannst du da durch? Kaputt. Okay. Können wir uns jetzt mit einem Dosenöffner wehren? Hier ist ein Terminkalender mit dem Datum von vor einem Jahr. Aha. Was findest du hier? Ich habe Gewehrpatronen. Gewehrpatronen. Okay, cool. Aber wir brauchen auch eine Waffe, mein Lieber. Einfach nur Gewehrpatronen ist ein bisschen scheiße. Ich meine, es ist toll. Ich freue mich für dich, aber... Hey, das alleine wird uns hier nicht wirklich helfen. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ein Gewehr wäre jetzt auch toll. Wenn du das da findest, dann ist das super. Kaputt. Boah, ich weiß doch nicht mehr, welche Türen ich schon hatte. Wenn wir jetzt in dem Raum mit den Dosen sind, dann frage ich mich, ob ich mit dem Dosenöffner hier was machen kann. Ach, jetzt sind wir wieder im Flur. Hey, hier muss doch aber noch ein Gewehr sein, wenn wir überhaupt Patronen finden. Geh nochmal in den Raum mit den Dosen. Das ist nicht der Raum mit den Dosen. Ich weiß nicht, wo der war. Die Metalltür ist auf jeden Fall... Ja. Kaputt. Was war dann das hier? Kaputt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kaputt. Ich muss sie einfach nochmal abklappern, weil ich einfach nicht immer weiß, ob ich sie alle mitgenommen habe. Die hatte ich gerade, ne? Was war in der roten? Hier ist der Dosenraum. Und du brauchst nichts wegen der Dosen, so? Ach so, ich habe ja auch eine Karte. Stimmt. Warte, dann war ich da hinten noch nicht. Und da hinten war ich ja auch noch nicht. Hä? Aber ich habe das Gefühl, als wäre ich schon überall gewesen. Komisch. Okay, aber wenn wir noch nicht alles abgeklappert haben, dann müssen wir es auf jeden Fall tun. Was ich wollte, ist hier den Dosenöffner. Irgendeine Dose wird ja wohl wichtig sein. Aber warum sollte er sich jetzt ein paar Früchte aufmachen, ne? Also ich meine... Aber wenn eine Dose, dann ja wohl hier. Das wird ja wohl am meisten Sinn machen. Die sind noch okay, aber hat keinen Hunger? Nö.
Will er nicht. Vielleicht finden wir noch eine andere Dose woanders, obwohl ich finde, hier macht es am meisten Sinn. Wozu denn sonst ein Dosenöffner? So, jetzt sagt mir mal einer, wo ich hin soll. Ich laufe geradeaus und dann rechts und dann gehe ich mal zu den gruseligen Toiletten, ne? Muss ich irgendwie geradeaus? Wir haben keine Taschenlampe. Rechts. Und wieder hier. Hier waren wir noch nicht. Kaputt. Und? Hier vielleicht? Kaputt. Finde ich gut. Muss auch nicht sein. So, dann waren wir da hinten auch. Und hier kann ich aber auch noch geradeaus da hinten hin. Oh ja, das sollten wir tun. Hier geht's rein. Wo geht's denn da hin? Ach, die Fensterläden sind geschlossen. Da sind Fensterläden. Aha. Okay. Dann müssen wir ins Licht, damit er die Karte wieder lesen kann. Ah, da ist jetzt zu. Gut. Habe ich dann alles hier? Ich glaube schon. Mit dem Fahrstuhl können wir jetzt eh nicht fahren. Und hier rechts raus, das sind bestimmt Fenster hier immer, ne? Das sind da keine Türen, da ganz rechts dieser Balken. Ich glaube, das ist nichts. Ja, dann gehen wir hier durch. Ich würde sagen, wir gehen mal nach unten, weil wir auch mal nach unten gehen können. Aber nicht mal deswegen, sondern wegen der Spieldosengeschichte. Oh nein, 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 nein. Lies deine Karte und sag mir, wohin, mein Freund. Scheiße. Scheiße. Oh Gott, die dürfen mir jetzt echt nichts tun. Zum... Kack. Oh Gott. Lauf einfach irgendwo hin. Probier einfach alle Türen aus. Und lass mich in Ruhe. Lieber offen. Was ist da? Siehst du da? Eine erste Hilfe. Ah. Wenigstens ist der Raum erstmal sicher hier anscheinend. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie hier eine erste Hilfe passen. Oh! Das? Ich habe den Schlüssel zur Bar. Hey, toll. Aber wir haben leider keine Waffen. Das ist ein bisschen scheiße. So, wo geht's jetzt hin? Ich bin hier irgendwie in der Ecke. Rechts, links. Okay. Scheiße, lass mich durch. Nein, ich hab... Nein. Nein, 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 nein. 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 Der einzige Raum, der sicher ist, ist hier. Oh, scheiße. Oh, die sind sonst so einfach zu besiegen, aber ich habe einfach nichts bei mir. Wo soll ich denn hin? Und die waren eh kaputt. Oh, ich brauche eine Waffe für... Verdammt nochmal, ey. Ich versuche den Storeroom nochmal. Den Storeroom. Oh, Mensch. Ich meine, ich war ja hier auch anscheinend noch gar nicht. Ich wollte eigentlich auch in den ersten Stock und nicht dahin. Das ist total blöd. Ich wollte in die Lobby gehen. Jetzt bin ich hier unten und habe gar keine Waffen. Hoffentlich passiert nichts. Lass mich durch. Ich glaube, ich kehre hier nochmal wieder, wenn ich weiß halt, wo wir... Oh, ach, hier war ich noch gar nicht drinne. Hey, Gesundheitsmittel. Ich brauche eine Waffe, Leute. Irgendeine Waffe. Ist mir egal, was für eine. Okay, es bringt mir natürlich auch nichts, Waffen zu haben und keine Muni, aber... Huch, und noch eine Tür, die offen war. Und da war aber noch was. Da war noch was. Geh da wieder zurück, James. Nein. Ach, die Bar. Die Bar. Moment, ich will noch mal eben zurück, bevor wir die Bar hier angucken. Da war nämlich noch was. Was ist da? Was ist das? Ach, die Dose ohne Etikett.
Warte, die machen wir noch mal eben auf, bevor der. Ich bin voll im Spielwahn hier. Benutzt den mal. Haben wir uns hart erarbeitet. Glühbirnen? Wieso waren in der Dose Glühbirnen? Ich habe eine Glühbirne. Hey. Okay. Gut. Der Kühlschrank ist wohl zu kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Ja, da gehen wir dann gleich weiter. Und wenn ich eine Waffe habe, muss ich halt hier auf jeden Fall nochmal zurückkommen und die Monster kaputt machen und die anderen Räume abklappern. Aber im Moment ist mir das zu gefährlich. Ja, wir gehen in die Bar im nächsten Part von Silent Hill 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.